Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Ton wieder ein bisschen besser ist. Ich habe jetzt extra darauf geachtet und wieder hochgestellt. Aber ja, ich wollte noch sagen, eben, ich habe halt gerade zu den Themen verdeckter Missbrauch habe ich ja nochmal zwei Teile gedreht, die, also habe ich schon vorgedreht und ja, ich habe immer darauf geachtet, aber es kann halt mal sein. Irgendwie, ich weiß es nicht. Manchmal fallen halt die Haare blöd drüber oder ich habe es nicht ganz hochgedreht, das Mikro irgendwie. Das kann dann mal sein, dann verzeiht es und dreht euer Gerät halt so hoch es geht irgendwie. Aber ich denke, es müsste jetzt eigentlich wieder besser sein und genau, also ich habe drauf geachtet, deswegen ich hoffe, es ist jetzt besser. Und ja, genau, dann wollte ich noch sagen, ja, immer wenn neue Abonnenten da sind, also so langsam reintröpfeln, dann. Ja, müsst ihr am besten auch eben die Videos gucken, weil sonst, ja, YouTube hat da echt irgendwie so einen Bug drin, dass es dann die purzeln wieder raus irgendwie, wenn die nicht die Videos gucken oder ich weiß gar nicht ganz genau, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, genau, das nur kurz dazu. Ansonsten, ja, wurde ich mehrfach gebeten, kannst du mal was zur Trauer machen? Also, ich meine, ich denke immer, das ist auch klar, man kann da nie so individuell drauf eingehen. Letztendlich ist es halt da halt jeder so seine Art mit umzugehen und wir kennen sie sicher alle klar, vor allem wenn man so ein vielleicht selber ungünstiges Bindungsmuster zum Teil hat, dann ja, weiß man, wie schmerzhaft das sein kann, gerade mit diesen toxischen Geschichten irgendwie und oder diesen, ja, man ist vielleicht so ein bisschen in der passiven Bindungsangst irgendwo unterwegs und zieht dann halt immer so diese aktiveren an, die halt aber am Anfang, ne, immer so Vollgas geben und dann die einen voll in die Fresse zentrieren, zum Beispiel. So diese ganzen Geschichten und dann halt am besten noch eben mit irgendwelchen Narzissten oder ordentlichen Anteilen, sagen wir mal, und dann wird es besonders hübsch. Ja, deswegen. Dieses eigentlich ja nicht so schöne Thema an diesem schönen Frühlingswochenende, sage ich einfach mal, habe ich mir ein paar Punkte notiert, sage ich einfach meine Sicht der Dinge mal dazu, was eigentlich auch so ein bisschen die Trauer uns lehrt, ne? Wieder auch auf uns zu gucken, ja, was können wir daraus lernen, was können wir daraus ziehen irgendwie. Und also, ihr kennt sicher diese vier Trauerphasen oder beziehungsweise es gibt eben diese Einteilung in einmal in vier und einmal in fünf. Ich finde eigentlich die in fünf ganz stimmig. Das ist dieses, dass zuerst so eine Verleugnung kommt, dass man es nicht wahrhaben will. Dann als nächstes fällt man so in den Zorn, in die Wut und ja, dann fängt man irgendwie an zu verhandeln, fällt dann so richtig in die Depression und dann kommt am Ende so eine Akzeptanz, also so eine irgendwo so eine Zustimmung. Und ja, das Schwierige ist natürlich, klar, ne, das wissen sich ja auch einige von euch, das verläuft nicht einfach irgendwie geradlinig nacheinander, sondern ja, das geht halt ordentlich ab im Sinne von, dass man eben, ja, vielleicht hat man Phasen, wo man einfach so extrem leidet und eben mega traurig ist und vielleicht auch mehr wieder in dieser Illusion gefangen ist und die Person vermisst, wie sie, ja, zumindest das, was sie halt vorgespielt hat irgendwo und das gerne zurück hätte und dann gerne was machen würde und dann ist man wieder total in der Wut und ja, erinnert sich vielleicht oder wie die Person halt auch, ja, wenn die ja so großkotzig sind, ne, und so kalt und ätzend und dann ist man wieder auf 180 oder sie sich halt dann in der Diskrepanz dazu nach außen hin immer so super toll und lieb und verständnisvoll und was weiß ich was, alles verkaufen und man weiß ja, man hat ja dann so dahinter geguckt, ne? Da kann man ja manchmal ausrasten oder ja, und dann switcht man halt eben zwischen diesen Sachen oder mal kann man vielleicht auch mehr Verständnis aufbringen und vielleicht sehen, okay, naja, offensichtlich musste er so handeln, hatte er das Gefühl, er muss so handeln, um nicht zu sterben oder was auch immer, auch wenn es natürlich nichts entschuldigt und nichts, ja, ohne das schönreden zu wollen. Aber eben, das kann man vielleicht manchmal mehr sehen, der Schmerz, der dahinter liegt oder wie auch immer, den man halt irgendwie da angefüttert hat. Und
ja, dann so schlingert man halt so rum zwischen diesen Phasen eben, ne? Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wenn das halt wirklich diese toxischen Charaktere da hat, dann kommt halt dieser Substanzmissbrauchs-Entzugscharakter hinzu, der ja besonders krass sein kann und besonders extrem einen an die Grenzen bringen kann. Und das macht es natürlich auch nicht leichter. Plus, ich finde auch noch so ein wichtiger Punkt, der halt hier auch dazu kommt, ist, dass einfach man wirklich, selbst wenn man diesen Schmerz sieht und diese Wunden und dieses, ja, diese Struktur vielleicht von der anderen Person irgendwie durchblitzen sieht, so man, dass man das einfach nicht, als Gegenpart kannst du es nie völlig verstehen, wie man so handeln kann. Man kann es nicht verstehen, wie man den anderen so krass, weiß ich nicht, abkanzeln kann, dem so eine reinhauen kann. Aber eben, da muss man irgendwann halt auch akzeptieren, okay, das wird man in Gänze so nie greifen können. Das ist halt deren Struktur und dann springen halt diese Schutzmuster und das Ganze, was da halt abläuft, irgendwie an. Und ja, das entschuldigt es nicht, aber man muss es dann so irgendwie verbuchen, weil sonst, ja, sonst hängt man da ewig drin und dann passiert eben das, was mit vielen passiert, dass sie dann nach Jahren und so immer noch das unter die Videos alles schreiben und dies und das und ich glaube, und das ist halt auch der Selbstmissbrauch, ne? Das ist echt, muss man echt sagen, das ist gerade am Anfang und so, und wenn man das versucht zu verstehen und zu verarbeiten, auch total wichtig und gut und da auch, sage ich ja auch immer, und sich Hilfe zu holen und auch von den richtigen Leuten, die das auch nachvollziehen, weil gerade wenn man es, ich hatte das erst letztens jetzt wieder genau, weil jemand unter mein erstes Video geschrieben hat und gerade mit diesen Kovacs, sag ich mal, diesen verdeckten Kandidaten sind ja auch Leute jahrzehntelang verheiratet und das ist extrem schmerzhaft und die, ja, weil sie halt auch so gut getarnt sind, ne, und es so schwer greifbar ist irgendwo. Und das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Erfahrungen, dann wirklich retraumatisiert zu werden durch Leute, die das halt nicht sehen oder nicht sehen wollen und ja, dir dann zusätzlich wieder die Schuld geben oder dich, das ist echt ein Problem. Genau, aber ich glaube halt eben auch, ein Riesenpart ist wirklich dieser Selbstmissbrauch, den man weiter fortführt und den man irgendwie ein Stück weit immer so Stück für Stück ein bisschen unterbrechen muss, indem man wieder andere Akzente setzt. Und ja, ich glaube, das ist echt, echt ein wichtiger Schlüssel auch so. Und genau, da komme ich jetzt auch zu den Punkten, was erzählt uns eigentlich die Trauer, was sagt uns die Trauer? Also ich denke, ein wichtiger Hinweis, gerade wenn diese Trauer so immens tief geht und so gar nicht weggeht, dann sagt sie uns natürlich schon was Wichtiges über uns. Dann sagt sie uns auch, hey, es ist wahrscheinlich kein neues Gefühl, es ist doch irgendwie auch was Altes. Und mit dem Menschen jetzt kann es auch gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Also okay, mit dem, was er vielleicht suggeriert hat und so, aber natürlich nicht mit dem, ja, wie er wahrscheinlich überwiegend wirklich ist, weil das war ja dann nicht gerade so sehr angenehm. Und sondern eher, na, was wurde da wieder aufgedeckt, irgendwie aufgelegt, aufgerissen, so bei uns im Sinne von, was haben wir für Bindungsmuster, warum verbinden wir Schmerz mit Liebe oder rangezogen werden und weggestoßen werden und so weiter. Also unabhängig davon, dass es natürlich im gewissen Rahmen dann jeden süchtig macht, ne? Aber wenn man zielsicher, das, also vom Unterbewusstsein so hingeführt wird, immer wieder oder angezogen wird von diesen Menschen. Und die anderen, die halt stabiler sind, ja, immer als langweiliger empfindet oder wie auch immer, dann ist es ja schon ein Muster und dann sollte man sich das mal angucken und es ist eine wichtige Information, die man aus diesem Schmerz irgendwo bekommt, ne? Und ja, dann finde ich auch noch eine ganz, ganz wichtige Info, so dass wenn man, gerade wenn man jetzt noch so verstrickt ist, auch in diese Fragen von, was macht jetzt der da mit der Next und ist der jetzt da viel glücklicher und ist da alles happy und führen die Beziehung, die sie da vorgeben, zu führen und man weiß ja eigentlich, ne? Also man weiß es ja, also allein die zeitlichen Abläufe oder halt, man hat ja gesehen, wie die Person strukturiert ist und plötzlich haben sie jetzt Greatest Love of All gefunden und man weiß ja eigentlich, das ist Bullshit und aber wenn man sich dieses Fragen immer noch stellt und ja, sich tatsächlich ernsthaft damit immer noch die ganze Zeit beschäftigt irgendwie, dann zeigt es halt auch, dass man, also natürlich irgendwo ist man immer noch auch in diesen Gaslighting-Prozessen, ne, dass man sein Urteilsvermögen überhaupt irgendwie gar nicht traut und aber auch, dass man selber noch total ein Stück weit echt noch in der Verleugnung ist darüber, mit was man es hier eigentlich zu tun hatte.
Denn wenn man das nicht wäre, dann müsste man ja eigentlich nur Danke schreien. Also, ne? Und ich meine, ich muss auch sagen, eben manchmal führen auch diese Bilder ja dazu, selbst wenn die am Anfang irgendwie so wehtun, aber ich weiß nicht, ich finde, ja, manchmal ist es dann doch wirklich, dann sieht man irgendwie zum Beispiel so peinliche Sugar Daddy-Vorführungen mit, ja, Brüsten ins Kleid gequetscht, oder die irgendwie rausquellen oder immer irgendwelchen Stöckelschüchen und künstlichen Fingernägeln und dann siehst du manchmal auch echt irgendwie, okay, oh, das hat ja so gar nichts mit mir zu tun. Und ja, und dass diese Personen sich so vorführen lassen und so, das spricht auch nicht gerade für, ja, egal, wie auch immer, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall kann auch manchmal ganz heilsam sein, das wollte ich nur sagen. Aber natürlich, ich weiß, es ist wieder gegen die No-Contact-Regel, die ja immer viele so propagieren und stimmt ja auch irgendwo. Aber ich denke eben, ich bin der Meinung, manchmal kann das im zweiten Schritt sowas auch irgendwie ein bisschen wieder wachrütteln. Aber genau der Punkt war eigentlich, dass man ja eigentlich hat man dann immer noch nicht ganz erfasst oder man hat das immer noch nicht richtig, will es immer noch nicht richtig wahrhaben, mit was man es hier zu tun hat. Denn dann wüsste man weiß es ja, da ist mit wirklicher Beziehung nicht viel möglich und schon gar nicht in so einer kurzen Zeit und schon gar nicht, wenn es darum geht, das so nach außen zu tragen. Und da ja, ist es, glaube ich, echt ganz wichtig zu sehen, schon ihre Agenda, die sie da fahren und dass sie das ja wollen und dass sie das einem ja so aufs Brot schmieren wollen und einem ins Gesicht halten und um einem weh zu tun und schön die Double Supply einzufahren von der neuen Person und von, ja, von dir in dem Fall dann, dass du dich darüber aufregst oder denkst, ist das jetzt toller oder besser oder whatsoever. Ja, da nochmal klar werden, also ne, mit was man es wirklich zu tun hat. Und das ist auch so ein bisschen verknüpft mit dem nächsten Punkt, was uns dieser Schmerz, diese Trauer und auch ja, der Vergleich, zu dem man ja so angestachelt wird, aber der echt, bitte, also echt absurd ist. Aber ja, das zeigt uns auch wieder ein Stück weit, ne, dass wir unseren Selbstwert viel zu stark davon abhängig machen, was andere denken oder ja, was jetzt andere von uns halten oder wie auch immer, ne? Und das sollte ja nicht so sein. Ich meine, das wollen wir ja nicht. Und also natürlich ein bisschen brauchen wir alle. Ist ja klar, wir wollen alle irgendwie für das geliebt werden, ja, was wir sind und wer wir sind. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und das braucht auch jeder Mensch. Natürlich braucht jeder Mensch ein bisschen Bestätigung. Und so weiter und so fort. Ja, das ist ja auch völlig okay. Aber trotzdem sollte es nie die Rolle spielen oder man sollte nie seinen Wert darüber definieren, was jetzt jemand anders denkt und schon gar nicht jemand, der so dysfunktional ist und der dir jetzt irgendwie ins Gesicht reiben will, tausendmal, schau, an mir liegt es ja nicht. Ja, also weißt du ja, eben, ich habe ja schon öfter gesagt, nicht vergessen, Show, Girls und Boys. Und genau das soll ja erzeugt werden damit und deswegen, ja. Genau, aber mit dem Punkt nochmal mit dem Selbstwert. Und das ist so ein krasser Prozess. Ich glaube, den muss man immer wieder, ja, immer wieder irgendwie angehen und Schritt für Schritt. Und das ist ein Riesenprozess. Und ich merke das jetzt auch. Also ich meine, das ist, man darf so manche Sachen auch echt nicht zu ernst nehmen. Also ich habe auch mega lang überlegt, ob ich das überhaupt machen kann und ob ich das Video hochladen kann. Und was da passiert und so weiter und so fort und mir den riesengrößten Kopf gemacht und ja, und dann habe ich es halt einfach gemacht und es war, glaube ich, gut so. Ja, also, oder was heißt, nee, es war gut so. Ich bin eigentlich überzeugt davon und manchmal muss man das einfach machen und darf gewisse Dinge, die dann auch passieren, auch wenn dann negative Reaktionen kommen, also ich bin ja zum Glück, ja, kriege ich jetzt relativ viel Positive, aber ich meine, man kriegt immer auch Negative und das ist ja auch okay. Nur darf das einen nicht so runterziehen dann, ne? Und
man muss auch immer ein bisschen sehen, und das sieht man gerade hier in diesem Social-Media-Bereich, also man sieht es auch außen in der Welt manchmal in so absurden Situationen. Man ist in irgendwelchen, weiß ich nicht, Gruppensituationen und in irgendwelchen sozialen Situationen und es passiert irgendwas Schräges und keiner macht den Mund auf. So, und der Mensch ist ein bisschen auch ein blödes Schaf manchmal. Und das sieht man auch zum Beispiel auch auf Social Media. Eben, dann gibt es Kanäle, die gerade die halt schon viel größer sind und was weiß ich. Und die haben halt, die wachsen auch viel schneller. Die haben viel schneller viel mehr Zulauf. Oder irgendwelche Videos, die halt schon so und so viel Likes haben, kriegen natürlich automatisch viel, viel mehr Likes. Unabhängig vom Inhalt, sag ich jetzt mal. Heißt nicht, dass es nicht auch Kanäle gibt, die super Inhalte machen, keine Frage. Und die deswegen natürlich auch erfolgreich sind. Aber nicht alles. Also ein bisschen ist der Mensch halt auch so ein blindes Massenherdentier, und wenn dann noch einer sagt, oh nee, aber schau mal, aber die ist ganz toll und sonst was, und dann rennen da alle hin und so, das ist schon faszinierend, schon verblüffend. Und ja, eben, ich wollte nur sagen, also das ist auch so ein Zeichen, was halt zeigt, so, man darf das nicht zu ernst nehmen und man darf sich auf keinen Fall davon irgendwie abhängig machen, so. Und das ist aber ein mega Prozess und den muss man immer wieder lernen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man da eine krasse Unterscheidung macht, dass es also so zwischen dieser wirklichen echten sich wiederfinden, sich wieder aufsammeln, sich auch stärken und sich was Gutes tun, und aber eben nicht, ja, wie es jetzt wieder eher hier die, sagen wir mal, stark narzisstisch, zum Teil leider sogar psychopathisch gestrickten Menschen tun und sich dann so in dieser Fake Aura wieder hingeben und dann irgendwie meinen, ja, eben die dann krasse Anteile haben, und ja, das haben sie leider, also es weist vieles darauf hin. Wir reden hier nicht über ein bisschen Lovebombing. Ich sage das jetzt, weil ich einfach, ja, weil das eben gern dann wieder so relativiert wird und so klein geredet wird, und ja, das entspricht halt leider irgendwie nicht den Tatsachen. Genau, und also, dass man eben nicht verfällt in dieses, ja, also eben, ich bin ja der arme Co-Abhängige und jetzt muss ich unbedingt mehr an die Selbstliebe, dabei sind sie halt schon so voll egoman. Und ich bin ja immer noch nicht genug in der Selbstliebe, wobei das tatsächlich interessanterweise ein Stück weit stimmt, es indirekt sogar, denn wenn ich ja in der Selbstliebe bin, dann kann ich auch andere gut behandeln. Und wenn ich das nicht bin, dann, ja, dann muss ich halt auch auf die anderen einprügeln irgendwie. Auch die mir irgendwie vielleicht gar nichts Böses wollten, so. Deswegen indirekt stimmt das sogar, aber ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, und dass ich dann halt nicht irgendwie anfange, ja, sowas darzustellen von zum Beispiel, ja, also ich bin jetzt ja so unfassbar männlich in meiner Mission unterwegs und ja, wenn es dann drauf ankommt, kann ich dann irgendwie doch nur kneifen und nicht mal das normalste Gespräch führen und irgendwie die Sissi machen und bin dann irgendwie halt doch leider gar nicht so männlich. Also, oder zum Beispiel, ja, oder ich muss eben meine rechtfertige halt, meine abartige, gefühllose Grausamkeit und Kälte irgendwie mit Selbstschutz, also ja, dass sie das natürlich so empfinden, klar, ne, aber es ist halt trotzdem, es ist halt irgendwie trotzdem keine Entschuldigung. Und ja, also diese Fake-Aura dann darüber stülpen, und das meine ich eben nicht, sondern sich wirklich wieder selber zu finden, ne? Also wirklich wieder irgendwie, wer bin ich eigentlich und was sind eigentlich meine Stärken? Auch mal wieder aufschreiben und sich mal wieder vor Augen führen, dass man sich nicht so in diesen, ja, Fokus auf den anderen und diesen Selbstmissbrauch ständig irgendwie wiederkäut und in diesen Kreis selbst irgendwo aufhält. Und ja, das ist dann auch noch so ein Punkt, genau, also ich weiß nicht, viele von euch kennen das vielleicht auch, also ich bin da zum Beispiel auch ein extremes Sensibelchen, was so Dinge angeht, wie, ja, da habe ich zum Beispiel, lag ich da im Bett und habe da mit dem gechattet, oder ich war in der Stadt von dem und dann hatte ich die und die Sachen an und diesen Schmuck und dieses Oberteil und ja, weiß ich nicht, also, oder die Tasche dabei, also da so extrem die melancholischen Nostalgiker, wie auch immer. Und dann hat dieses Gehirn halt, unser Gehirn halt wirklich diese Spuren so breit getreten, dass man halt nur das Bett verknüpft mit dem, ne, oder ja, das T-Shirt oder das Schmuckstück und so. Und aber da kann man eben auch gegensteuern, ne? Also da
kann man eben auch langsam wieder Gegenakzente setzen und versuchen, ja, dass man da wieder andere Spuren legt. Zum Beispiel im Bett eben, ja, weiß ich nicht, kann ich mir zum Beispiel ein Hörbuch anhören, was mega spannend ist, oder ein Buch lesen, was mega spannend ist, wo man wirklich in die Handlung eintauchen muss. Ja, und wirklich diese anderen Sachen mal wieder mehr in den Hintergrund kommen, oder ich telefoniere da mit jemand anderem und mache da irgendwas. Ja, oder verbringe halt eben, und da kann ich ja eine Zeit, kann ich ja eine Zeit lang zum Beispiel auch mir andere Sachen anziehen, bewusst mich anders kleiden, mich anders schminken. Jetzt die Frauen, die Männer können sich ja anders anziehen oder sich auch was Neues besorgen oder ja, eben Schmuck oder so. Und dann kann man ja aber wieder die anderen Sachen, also die alten Sachen, die einen so erinnern, wenn es ein bisschen besser geht, kann man die wieder anziehen und bewusst damit neue Erinnerungen schaffen. Das finde ich auch, ganz wichtig. Dann weiß man nicht die ganze Zeit, also ja, ich weiß, man erinnert sich dann trotzdem dran. Aber es ist dann nicht mehr im Vordergrund. Es ist nicht so extrem mehr im Vordergrund. Und das ist der Punkt, oder? Und man schafft eben auch neue Verknüpfungen. Und das ist das Wichtige. Und dann zieht man halt eine andere Bettwäsche auf und ne, und macht da halt was ganz anderes. Oder, also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oder mistet mal seine Sachen aus und kauft sich was Neues oder so. Und ja, es ist trotzdem schwer. Ich weiß das. Ich glaube mir aber, das sind so diese kleinen Dinge. Und das ist so das, was ein bisschen entgegensteht diesem krassen Selbstmissbrauch, auch dass man so eintaucht in. Deswegen sage ich das immer, und ich weiß, dass das auch viele nicht so gerne hören oder viele halt so Anträge hat oder wie auch immer, aber eben dieses Binge-Watching mal stoppt und sich da nicht so im Kreisel dreht 500.000 Mal und das unter jedes Video nochmal schreibt. Und ja, das ist echt, es gehört am Anfang voll dazu, und ich verstehe das auch voll, gerade auch je nachdem, wie lang das Ganze ja eben ging und wie schlecht es einem da jetzt geht und so weiter, und man das nicht begreifen kann. Aber ein Stück weit eben ist es Selbstmissbrauch, ein Stück weit bin ich der Meinung, hält es einen selber drin fest, und deswegen ja auch mal einen Cut setzen und wieder andere Reize einfach ja, sich selber liefern, um da nicht so sich so drin so aufzugehen. Aber eben, ich weiß, es ist schwer. Ja, trotzdem, genau, das waren jetzt, glaube ich, so meine Hauptpunkte, die ich dazu mal sagen würde. Genau, falls ihr dazu noch irgendwelche anderen Gedanken habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, oder was euch noch hilft, oder ja, generell Gedanken dazu. Und dann, ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal weiter unterstützt. Und ja, meine Videos, ich meine, eben von mir kommen ja auch so Beiträge zum Thema, ne, jetzt wieder hier verdeckter Missbrauch und so. Das kommt ja alles auch, und sollt ihr natürlich gucken, klar. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also ja, mit dem, dass es halt auch eben sehr, sehr schmerzhaft und zusätzlich kontraproduktiv sein kann, wenn man sich so drin selber festhält, so festtackert drin. Genau, ja, das war's dazu, und dann unterstützt weiter den Channel, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!